Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Staffelhauls. Ich hoffe, euch hat der erste Teil schon gefallen. Jetzt kommt der zweite Teil, ungefähr nochmal die gleiche Länge. Und ja, lasst gerne ein Feedback da und vor allem, was euch vielleicht am besten gefallen hat. So, heute kam ein Paket von Cartoon-Stoffe an. Das machen wir jetzt mal auf. Ja, da haben wir den. Den habe ich bestellt tatsächlich. Das ist ein Wäschereißverschluss. Der hat nämlich die Raupe innen. Ich habe zweimal bestellt, für den Fall der Fälle, dass ich es verhunzen könnte. Ich kenne mich. Oh! Ah! Ich habe Kordel bestellt. Gut zu wissen, dass ich das vergessen habe. Okay. Und ein Gummiband. Ja, ein Flieder. Ich liebe ja die Verpackung und die Aufmachung, ne? Sehr fesch auf jeden Fall. Eine Gummikordel. Ja, dann ist hier auf jeden Fall, ich würde sagen, 30 cm Uni. Ja, das ist so das Mindeste. Und es sollen insgesamt 3 Meter sein. Dann haben wir hier einmal ein kleineres Stück, wie ihr sehen könnt, French Terry. Dann haben wir hier mal so ein kleineres Stück French Terry. Dann haben wir hier ein größeres Stück Jersey in Creme. Kann man immer brauchen. Dann ist hier nochmal ein French Terry. So ein halber Meter müsste das sein. Mit so ein Gefühl her. Dann nochmal ein roter. Ein bisschen mehr als ein halber Meter. Ist es eine Uni? Ich dachte, ich hätte keine Uni genommen. Oh, das ist das ist sicherlich ein Meter Jersey. Meter Jersey kann man mal gut brauchen. Vor allem in so einer schönen Farbe. Und dann noch einmal. Ja, ich würde auch sagen, nochmal einen Meter, nochmal so mintfarbenen. Aber auch selbst den kann man, finde ich, gut gebrauchen. So, Cartoon, die zweite Runde. Also wir haben hier einmal ein Bündchen. Jetzt habe ich aber, also diese 3 Bündchen, die habe ich bestellt, ne? Die habe ich gebraucht, um mein Bündchen gewiss mal wieder so ein bisschen zu. So, jetzt geht's hier weiter. Ich dachte, echt, das sind mal Motivstoffe. Egal, jetzt habe ich halt nochmal Unis, nochmal so eine Gummikordel. Da habe ich einmal hier so ein sehr kleines Stück, so 30 cm Türkis. Dann habe ich hier ein, lass mal auffalten, was würde ich denn da sagen, ungefähr ein halber Meter. Das ist so ein Jersey, so ein ganz, ganz dünner, rosa Jersey, der ganz fein fällt. Dann habe ich hier nochmal einen Jersey, ja, ein Jersey in Creme. Das finde ich cool, also den cremefarbenen werde ich sicherlich gut irgendwo einsetzen können. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt B-Ware. Also ich finde, an dem Stoff fehlt nichts. Dann habe ich hier nochmal so einen ganz leicht fallenden 1 Meter Olivgrünen. Das ist jetzt, muss ich sagen, mein Stoff, mit dem kann ich echt nichts anfangen. Den werde ich wahrscheinlich. Okay, ja. Könnt ihr das sehen? Hier. Hier ist ein Loch drin. Aber ziemlich am Rand. Also, so. Mit dem kann ich echt mal nichts anfangen. Den werde ich wahrscheinlich abgeben. Und nochmal so ein Flieder. Fliederfarbenen. Ich würde sagen, 1 Meter. Uni Jersey.
Und das 180.000. Paket kam an. Und das wollte ich mit euch natürlich unboxen. So. Jetzt zeige ich erstmal die Stoffe. Und sehe, es ist ein komplett anderer Blauton. Das ist super. Nein, Quatsch. Nein. Ja, Quatsch. Ich habe wieder nur Quatsch gelabert. Ich habe nochmal mein Kleid nachbestellen müssen, nachordern müssen. Und dann kamen da halt noch ein paar andere Schürze mit. Zum Beispiel habe ich habe hier einmal eben nochmal ein Stück unifarbenen Musselin mitgenommen. Ich habe ja genau diese beiden Musselins, habe ich ja letztes Mal auch mitbestellt. Aber ich hatte das Problem, dass ich zu wenig von dem mit den Punkten hatte. Das sind so goldene Punkte. Und deswegen habe ich da jetzt nochmal einen nachgeordert, weil ich es im Zuschnitt gemerkt habe, dass es einfach ein bisschen mehr eingegangen ist. Die werden jetzt dann auch gleich in der Wäsche landen, die beiden. Dann habe ich mir den hier, für den fand ich einfach auch sehr geil. Ne? Das sind so Striche auf einen richtig, richtig geil dunkelblauen Musselin. Daraus wollte ich mir nochmal so eine Jogginghose nähen, aber als Sommerversion. Und deswegen habe ich jetzt auch gleich mal ein bisschen mehr davon bestellt und hoffe, das reicht mir. Andernfalls wird es halt eine Pumphose. So, dann kommen jetzt noch ein paar Schätze, die ich, wo ich irgendwie nicht wirklich nein sagen konnte. Und das war einmal dieser hier, den fand ich sehr schön, mit so Pflanzen. Ich habe es gerade irgendwie mit so Pflanzen total. Das sind Jerseys, nur Jerseys. Dann einmal mit Dots. Und ich liebe Blaubeeren, deswegen muss jetzt dieser Blaubeeren-Jersey auch irgendwie mit, ne? Genauso wie dieser hier, den hatte ich jetzt schon öfters. Da habe ich mir jetzt einfach auch nochmal einen mitgenommen. Und dann, ganz unspektakulär, habe ich mir einfach mal noch relativ pauschal ein paar Reißverschlüsse mitbestellt. Und einfach mal ein paar auf ein paar, nur mal, dass ich ein paar auf Vorrat habe. Das ist einmal ein 60er schwarz, 90er in schwarz, aber allerdings ist das so ein wasserfester. Und nochmal quasi einen grauen 60er und einen beigefarbenen 60er. Und dann muss ich euch noch was kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon mal gezeigt habe. Und zwar habe ich jetzt ja angefangen, wieder was Schönes dazuzulegen. Und zwar Visitenkarten mit einfach so ein paar Sachen, die ich schon genäht habe. Und meinem Logo. Und hinten drauf den Daten. Ja. So, was ich dann auch noch bestellt habe, allerdings über Amazon, sind so Kordeln. Die fand ich echt, finde ich von der Qualität her nicht so schlecht. Sind von einem ganz kleinen Nähshop. Von Slanta-Stoffe. Ich finde die nicht so verkehrt, weil die auch ein bisschen dünner sind. Und zwar habe ich den Stoff gesehen und da dachte ich direkt an meinen Patenonkel, der liebt Schweine. Und ich überlege mir, was ich das Süßes für ihn draus machen kann. Mit so lauter kleinen Schweinchen. Wir haben bei uns jetzt einen Stoffladen in der Nähe. Und da war ich heute das erste Mal drin. Und meine Ausbeute möchte ich euch jetzt mal zeigen. Dann habe ich da zwei Stoffsets mitgenommen. Das sind, 2,5 Meter, also insgesamt 1 Meter und Bündchen dazu. Und das erste Set besteht eben aus diesem Unistoff, diesem Jersey und diesem Bündchen. Finde ich einfach nur so mega schön in der Kombination. Und das zweite Set besteht auch aus diesem Streifenstoff. Aus diesem, ich würde sagen, das ist ein Lidl-Stoff. Und diesem Bündchen. Nein! Cantino. Kannte ich gar nicht. Also kein Lille. Genau, das fand ich sehr süßes Set. So, und dann habe ich noch so ein bisschen Nähstuff mitgenommen. Und zwar einmal diesen Trickmarker. Und zwar ist die blaue Seite ist Wasser. Ist wasserlöslich quasi. Und die
grün, die lila Seite ist quasi, die vergeht dann nach einem Tag bis 14 Tage. Also richtig cool. Ja, habe ich tatsächlich in der Form noch nirgends gesehen. Deswegen habe ich die noch mitgenommen. Und dann habe ich noch, das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich wollte, ja, Seraflex heißt es. Habe ich mir jetzt Medla Seraflex mitgenommen. Ist relativ teuer eben. Sind 130 Meter drauf. Das ist ein elastisches Garn, was man wohl zum Absteppen recht gut nutzen kann. Vor allem bei Jerseys. Wollte ich jetzt mal unbedingt ausprobieren, habe ich mir in Schwarz und Weiß mitgenommen. Das sind so meine Standardfarben. Kann man viel mit anfangen, finde ich. Und wenn das wirklich so gut ist, dann werde ich da, denke ich, noch ein paar Farben nachrüsten. So, jetzt war es wahrscheinlich auch mit Stoffe bestellen. Demnächst kann dann auch noch eine Nähzimmer-Room-Tour aus dem jetzigen Nähzimmer. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Bis bald!